Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Helos TV. Wir sind immer noch in der Höhle in unserem Let's Play Together Format The Forest. Kodiak ist natürlich auch wieder mit dabei. Jo. Der alte Schwertmeister. Ja, wir werden jetzt weitergehen, die Höhle erforschen und diesem komisch stampfenden Geräusch auf den Grund gehen. Oh Gott, ich bin fast verreckt. Oh. Ja gut, jetzt liegen echt viele Platinen. Oder kann man hier, guck mal, Baby Cave das, steht da auch. Kann man das hier weg... Was steht wo? Nee, da müsste Baby Cave, auf der Map, auf der Map. Also, wenn, da müsste hier irgendwo so ein Zeichen sein, dass du das hier wegsprengen kannst, normalerweise. Ja gut, dann lass mal wieder ein Stück zurück. In die Baby Cave rein. Alter, willst du mich verarschen? Was ist das denn hier für ein Scheiß? Ich hab mir ein bisschen in die Hose gemacht, muss ich sagen. Aussieht, ne? Ach, ich muss mir die Nase putzen, sorry. Oh Gott. Ich bin krank. Ja. So, dann guck ich nochmal auf die Map. Sekunde. Ja. Also in diese Richtung geht's auf jeden Fall weiter. Komm, folge mir. Neuer Eintrag. Folge mir, dicker Flaschbär. Warte mal eben, neuer Eintrag auf deiner To-Do-Liste. Eben kurz durchlesen, was jetzt da für ein neuer Eintrag gekommen ist. Ups. Erkunde feuchte Höhle, erkunde tote Höhle. Höhle weiter. Weiter. Okay. Also, dieses Seil hier wolltest du nicht testen, wo das hinführt? Hä? Was für ein Seil? Doch, natürlich. Ich muss hier jetzt gerade irgendwas machen, Sekunde. Das hier von der Decke hängt. Ich kletter schon mal hoch und guck mal, was da ist. Bei meinem Glück kommt gleich dieses. Bin ich gleich bei diesem stampfenden Ungetüm. Ist ziemlich hungrig auch, muss ich sagen. Ich hätte nur drei Fische mit oder zwei. Hast du keine Schoki mehr dabei? Ja doch, Schoki müsst ihr auch noch irgendwo haben. Wo bist du denn jetzt? Ich kletter gerade hier hoch. Ja, ich sehe dich nicht, Alter. Wie hoch ist das? Ja, noch zum Ende. Ich glaube, es ist dunkel draußen. Alter Schwede, ist das hoch. Ja, dann komm wieder runter. Wir sind ja noch nicht durch mit der Höhle. Bist du draußen? Ja. Und dann komm wieder rein. Mach mal kurz die Karte an. Was bin ich denn jetzt? Das müsste der Eingang sein, den wir eigentlich ursprünglich gesucht haben, um an diese Map ranzukommen. Also diesen Eingang, den du nicht gefunden hast? Der Eingang, der sich nicht hat finden lassen. Klar. Da kommt der Dicke angerutscht. Hui. Aua, voll auf meinen Kopf! Ich muss ja erstmal was essen. Ich trinke auch noch. Ich gönn mir auch ein Stück Schokolade. Schoki habe ich noch. Ich glaube, wir sollten noch den Tipp mit dem Beutel beherzigen, dass man da ein paar Beeren sammelt dann anschließend. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz doof. Ja, oh, jetzt habe ich wieder in die falsche Richtung. Wir gehen müssen in diese Richtung. Roger, Roger. Roger, Roger, Kambodscha. Hier sind noch ein paar Seile. Bin ich leider voll. Ah, ich leider auch. Ich habe schon eine. Oh, da, warte. Ich habe ja gerade eine handgemachte Axt gecraftet. Da kann ich noch ein Seil mitnehmen. Kann ich denn hier noch craften dann? Ja, eine handgemachte Axt kannst du dir noch craften, falls du noch nicht. Ja. Wasserschlauch mit zwei. Hast du zufällig Hirschfell dabei? Nein. Ah. Bruder, negativ. Bibi. Habibi, ich küsse dein Auge. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir uns mehr den anderen YouTubern anpassen wollen und in Zukunft werdet ihr auf unserem Channel mehr von Habibi, küsst dein Auge und Bruder hören. Und Walla. Und Walla, genau. Das sind die ganz wichtigen Sachen im Leben. Da muss ich auch verständigen können, ne? Ja, ja, Bruder, Bruder. Irgendwas muss hier sein, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Hier geht's auf jeden Fall irgendwie durch, ganz komisch. Ich glaube nicht. Oder hier? Nee. Ich glaube, es ist eine tragende Struktur. Wenn du die wegklappst, ist die ganze Höhle kaputt. Okay, dann lassen wir das lieber. So, dann gucke ich mal kurz auf die Map. Map, die finde ich echt irgendwie
steht denn da unten für eine Cave? Ach, Baby, ach, da steht wirklich Baby Cave. Ich dachte, das. Ja, hab ich doch gesagt. Aber so langsam verstehe ich die Map. Ja, das ist gut. Ich nicht. Das ist ein bisschen windig. Nee, das war einfach nur schlecht. So, wir kommen jetzt gleich irgendwo wieder hier. Gehen wir mal hier lang. Ich muss mal kurz gucken, wo er jetzt mit der Map hingeht. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir, glaube ich, denke ich mal im unterirdischen Bereich. Jo. Das heißt, wenn wir jetzt hier lang gehen und hier lang. Ne, von hier sind wir gekommen. Das ist sehr verwirrend. Dann gehen wir mal hier lang. Hier geht ein Seil runter. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Das, sind wir hier nicht ein Seil auch hochgekommen? Ja, aber es war ein ganz kurzes Seil und das war auch an einer ganz anderen Stelle. Also das ist auf jeden Fall nicht das Seil hier gewesen. Okay. Ich vertraue dir diesmal. Dieses eine Mal. Ey, das geht hier nochmal ordentlich tief runter. Oh Gott. Ich finde das immer wieder richtig schön lässig, wie mein Charakter einfach das Feuerzeug anmacht, während er dieses Seil nach unten rutscht. Ich finde viel geiler diese Mutantenrüstung rechts, auch rechts am Arm, was da für Augen dran sind. Ist das bei dir auch? Rechts am Arm? Ja, wenn du dich jetzt mal an Seil hängst. Dann nach ja gut, das... Unten, nach ja. unten rechts guckst. Nö, keine Augen. Achso, wo dann ist eine coole Rüstung wie. Ich bin einfach nicht drauf angewiesen, ich brauche keine Rüstung, ich bin stark genug. Was ist denn das? Ein kleines Lager. Oh, hier gibt's Dynamit! Ich habe genug Dynamit dabei. Ja, ich auch. Und ein paar Pfeile. Und eine Axt! Eine moderne Axt, Floschi! Hey. Ein bisschen Wasser. Wo ist die Axt? Ich will die Axt. Hier vorne, hier lag die drauf. Ah, da. Und Seile und noch mehr Kleber. Boah, ist das krass. Und eine Liste. Und dem was zum Anmalen. Irgend so einen Krankenbericht. Genau, ein Pinsel und Farbe. Hat auf jeden Fall einer. Alien Traum. Das ist richtig und hier gibt's Pornos. Schokolade. Die gibt's ja. Schokolade. Mh, lecker, lecker. Noch mehr Schokolade. Ja. Muss man Riegel Schoki kommen. Tabletten gibt's ja auch noch. Und noch mehr Pfeile. Das ist doch der. Ist doch hier das Lootparadies, ist das hier noch. Noch mehr Pfeile. Schön, schön, schön. So, ich glaube, jetzt haben wir aber alles. Aber ich glaube, die macht auch ziemlich brutal Damage. Macht auf jeden Fall laut der Anzeige auf jeden Fall mehr Damage als das Katana. Aber und die blockiert auch... ziemlich cool. Ich guck mal, ob man die noch eventuell upgraden kann. Ja, man kann plus Schaden entwickeln. Gucken wir uns die doch mal an. Harz und Schaden ist recht weit. Was muss man das denn anwenden? Das ist so geil, wenn du die Zähne dran bastelst mit Harz, dass er dann einfach überall Zähne auf diese Axt draufklebt. Ich habe leider keine, kein Harz mehr. Ja gut, ich habe noch eine ganze Menge. Viel. 200. Ja, wahrscheinlich, weil du die ganzen Bäume gefällt hast. Dann gib mir doch mal so 40 ab oder so. Oder 20. How about no? How about, ich ramme das Katana jetzt von hinten in deinen scheiß Rücken. Ich muss jetzt erstmal meine Waffe hier upgraden, ja? Entschuldigung. Ja, gib mir das doch auch, dann kann ich es auch zeitgleich machen. Dann gehen wir hier gleich noch. Oh mein Gott, ey. So ein Amateur, ey. Junge, 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 Junge. Hier, mehr kriegst du nicht. Nimm. 30 gibt er mir, wow. Ja, mehr kriegst du auch nicht. Wow. Das ist so geil, wie er da überall Zähne einfach draufklebt jetzt. Das sieht so scheiße aus. Mein Gott. Was soll das bringen? Ich hab 10 Zähne auf meiner Axt. Jetzt macht die mehr Schaden. Ach, ich habe keine Lust, das die ganze Zeit abzugraden. Ich geh jetzt weiter. Ja, ich komme jetzt auch.
Also noch mal kurz einen Snack. So, ab geht er, ah, dann können wir noch mal kurz einen Coke trinken. Können wir noch mal eine neue mitnehmen. So. Ordentlich Videokassetten. Ja, ich sag ja, so ein Pornos. Wie heißt denn der Film hier? Lost Children of Peninsula. Ich dachte, du kannst Spanisch. Ja, ich kann nur Portugiesisch. Achso. Das war's jetzt, oder was? Ja, gut, das war's jetzt, ey. Das war ja unten Loot Paradise. Ah, ja. Also. Ich hab Dynamit gefunden. Ich will jetzt irgend so ein Ding in die Luft jagen. Aber ich komme dir gleich nochmal so ein langarmiger Mongo. Der wird dann erstmal ein bisschen Dynamit abbekommen. Der kleine Freund, der große Freund mit den vielen Händen. Echt komisch aus, wenn ich in dir drin krieche. Ah. Du bist ekelhaft, Junge. Ach, der richtig. So, da sind wir wieder. Moin. Hä? Irgendwelche Gegner hier? Hallo? Ich? Na gut. So, in welchem Teil der Höhle sind wir jetzt? Ah, das ist jetzt hier tatsächlich relativ schwierig. Ich glaube, der stellt halt die verschiedenen Ebenen der Höhle nicht vernünftig dar, sodass du jetzt eigentlich immer... Hier ist noch ein Durchgang. Komm mal zu mir. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oh, irgendwas hat er zum Notizbuch hinzugefügt. Ah, ich weiß auch nicht unter welchem Punkt. Egal. Hallo? Hallo, wir sind freundlich gesonnen. Hallo? Hallo? Sind wir schon mal her, oder? Was ist denn das? Ach, hier sind ja ein paar Campingstühle. Eine Kassette. Kassettenspieler habe ich jetzt, glaube ich, auch eingesammelt. Hier sind Batterien drin. Und hier ist da noch Stoff drin. Wo hast du denn einen Spieler gefunden? Oder habe ich den jetzt auch gefunden? Ah, habe ich auch gefunden, alles klar. Noch mehr Seile, sehr schön. Neues Outfit. So, und irgendwas im Wasser. Energie wieder her. Okay, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Musik. Geil. Hörst du die Musik auch? Nein. Nee, ich höre keine Musik. Warte, jetzt? Nee, höre ich nicht. Doch, jetzt höre ich. I'm a maniac, maniac. Was für ein Schwachsinn. Oh, mir ist schon wieder kalt. Ich glaube, wir sollten im gleichen Fall. Also irgendwo muss es hier. Oh ja, ich bin ja ein bisschen angefroren hier. Hier geht's glaube ich noch. Hallo, Licht an. Danke. Ne, hier geht's nicht weiter. Ich könnte mal irgendwie ein kleines Feuerchen gebrauchen, Floschi. Ehrlich? Ja, ist ein bisschen kalt hier. Ja, das machen. Ein Feuer machen. Ja. Ja, wir müssen echt mal, wir brauchen ein Feuerchen hier. Wärme dich. Oh, erstmal Money reinschmeißen. Yeah. Erstmal Geld verbrennen. Erstmal so ein kleines, schönes kleines Lagerfeuer in der geschlossenen Höhle. So grillt man heutzutage. Tja. Was ist denn da oben? Kommt da Licht durch? Hier kommt Licht durch. Wenn du dich hier hinstellst, stell dich mal zu mir. Ja, hier ist auch ein kleiner Spalt. Ja, hab ich gesehen. Aber ich denke nicht, dass man das irgendwie aufsprengen oder keine Ahnung. Nee, ich denke auch nicht. Ja gut, wir sind wieder aufgewärmt. Ich würde sagen, dann geht's jetzt back to base. Und dann geht's erstmal in die Haie. Ab ins Bett. Ich habe jetzt Bock auf Schlafen eine Runde. Das war mir jetzt zu scary. Ich muss mich jetzt erstmal wieder beruhigen. Sehr scary.
So, hier gehen wir jetzt gleich irgendwo links. Dann gehen wir hier weiter. Ja. Dann gucke ich nochmal auf die Map. Und auch du den Plan jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh, hier ist aber ganz viel Schokolade. Wieder irgendein Spielzeug Schocki. Von Timmy, glaube ich, gefunden. Was? Ja, ich habe jetzt irgendwie diesen Kopf gefunden, glaube ich. Also, er hat jetzt gerade bei mir zumindest in die Hand genommen. Oh ja, tatsächlich. Ich bin fast dran vorbeigelaufen. Kommen wir jetzt lang. Hier lang. Ich muss nur regelmäßig mal auf die Map gucken. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe das Walkie-Talkie angemacht. Nice, Flashy. Okay, das ist jetzt wieder diese Bosshöhle. Genau, das ist die große Höhle auf jeden Fall. Und rein theoretisch müsste hier oben links müsste es irgendwo weitergehen, laut Map. Eventuell auch hier unten in dem komischen Wasser. Oder hier. Hier geht's. Oh. Was ist hier mit, wo ich jetzt gerade bin? Ja, hier geht's jetzt auch. Hier oben geht's auf jeden Fall noch ein Stück weiter. Ich weiß bloß nicht, wie ich da. Ich muss mal die andere Taschenlampe, die Taschenlampe anmachen, meine ich. Ein paar Gegner wären auch mal ganz lustig, oder? Ja, die Folge ist irgendwie ein bisschen entspannter als die letzten. Ah, hier müssen wir wieder das Seil hochklettern. Hier waren wir zwar schon, aber irgendwas haben wir da oben anscheinend vergessen. So. So, ja, weil es da oben theoretisch laut Map noch weitergeht. Ja, vor allem, warum sollte man hier so ein Seil hin? Oder war das hier der Ausgang? Bin ich doch gerade her, hier kommt man doch auch ohne. Du bist jetzt auf jeden Fall verkehrt gelaufen. Ja. Ich kann nochmal hochklettern. Ach, da konnte man. Also ich denke mal. Ja. Also das Ding hier sieht auf jeden Fall aus, als ob man es in die Luft jagen könnte. Ich würde jetzt einfach mal hier ein bisschen Dynamit hinlegen. Warte kurz. Das Spektakel angucken. Ich denke, die Zuschauer wollen auch sehen, wie du dich. Okay. Okay, ich muss das erst anzünden. Wie zünde ich das denn an? Ich habe keine Ahnung. Ruf ist bei der Arbeit. Tschüss, ich bin weg. Hui, da hat er mal gar nichts gebracht. War ja mal gar nichts. Ich hab nur ein Piepen im Ohr. Ich habe auch ein Piepen im Ohr. Tja, wie wir sehen, sehen wir nichts. Also, Rückzug. Oh, ich habe den Grafikbug, ich kann hier durchgucken. Was ist denn auf der anderen Seite? Scheint hier über uns direkt der Ausgang zu sein oder ein Ausgang. Und es ist über mir das Gras und Himmel. Sehr gut, Pyramid. Na ja, gut. Also müssen wir das Seil wiederfinden, an dem du schon mal hochgeklettert bist. Ich weiß auch nicht, wo das war. Hm. Ist hier noch lang? Guck mal hier lang. Hier geht's noch lang. Hier geht's noch lang. Ich bin hier gelandet. Hier waren wir auch schon mal. Hier sind wir gelassen. Hier nach links. Also ich denke mal, hier runter kann man mit Sicherheit auch irgendwas machen, aber ich habe halt keine Ahnung was und da ich kein begnadeter Schwimmer bin. Vielleicht gibt es da hier noch irgendwo eine Taucherausrüstung oder sowas. Aber ich komme mal erstmal zu dir. Oh, hier ist Wasser. Hier ist auch nicht nur Wasser. Nicht durchschwimmen, kalt. Ist auch nix. Ah, hier waren wir auch schon mal. Ja, der Wasserfall, genau. Hm. Ja. Na ja, dann zurück. Alter, das ist jetzt ja mal ein bisschen doof gelaufen hier. Unser Orientierungssinn ist auf jeden Fall ziemlich für den Arsch. Ich glaube, wenn wir jetzt hier anfangen zu schwimmen, dann sterben wir wahrscheinlich. Ja, ja, das machen wir auf keinen Fall. Ja, wo geht's denn raus? Mal nochmal auf die Map. Ah, hier geht's auf jeden Fall jetzt wieder zurück. In meinem kleinen Menschen wird jetzt auch kalt. Nur ein paar Stöcker. Bauen wir hier kurz ein Feuer, mir will gerade sehr kalt. Scheiß Fledermaus, ey.
Mani. Zündet er sich erstmal selber an. Kann ich im Feuer? Mein Gott, du Opfer. Alter, ich hab mich echt erschrocken. Ich dachte, das wäre ein Typ. Du bist so ein Opfer, Junge. So, ich bin wieder aufgewärmt. Weiter. Ja gut, dann let's go. Okay. Na komm. Ey, warum können wir jetzt auch noch an der Fleder? Durch da, durch da. Los, krabbeln. Oh, Junge, lauf weiter. Dick. Eindeutig. Oh, hier teilt sich der Gang. Sind wir hier schon durch? So, gucken, wo wir jetzt gerade sind. Das war hier rechts lang erstmal, genau. Naja, da habe ich auf jeden Fall schon die Bretter zerstört. Also hier ja, waren hier wir schon mal lang. Dran. Ja, andere Seite. Naja, geh mir aus dem Weg. Hier lang gehen wir. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Oder hier ist eine Sackgasse. Hier geht's weiter. Ja. Mein Gott, hier ist ein Seil. Ja. Nehmen wir doch. Hoch da. Los, Dicker, krabbel. Kletter. Waren wir hier schon? Hier ist nochmal ein Kompass. Ja, hier ist ja der Kompass. Hier ist noch eine Liste. The Jealous Girl Manager is a Okay. Liste? Ja, die hab ich schon. Ja. Ja, hier sind wir auf jeden Fall schon gewesen. Hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Hier kann man auf jeden Fall gleich irgendwo rausgehen. Ja, hier ist das Seil. Ja, dann raus hier. Ich will hier raus. Raus! Ich will noch raus hier. Das reicht in dieser Höhle. Tja, jetzt haben wir dieses komische Gestampfe leider nicht erforschen können. Das müssen wir nochmal ein anderes Mal machen, du. Ja. Ach, hier liegt ein Baby. Ach, guck an. Ach, guck Baby an. Tot. Bock. Ja. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Die Höhle war doch größer, beziehungsweise Orientierung doch schlechter, als wir dachten. Falls euch dieses, ja, diese Special-Exkursion trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Die Glocke für die nächste Folge könnt ihr auch gerne aktivieren, wenn ihr möchtet. Und damit sage ich, ciao und bis zum nächsten Mal. Tchaikovsky!